So, wir zeigen wieder mal eine Mengengleichheit, und zwar die folgende. Aufgepasst. A vereinigt B ohne C ist das gleiche wie A ohne C vereinigt B ohne C. Okay. Wir wollen die Gleichheit zweier Mengen zeigen. Wie ist die Mengengleichheit definiert? Zwei Mengen sind dann gleich, wenn für alle x gilt. X ist in der einen Menge, genau dann, wenn x auch in der anderen Menge ist. So, also für alle x muss gelten, das ist zu zeigen, ja, für alle x gilt, x ist in der einen Menge. Genau dann, wenn x in der anderen Menge ist. So. Die beiden Aussagen, die jetzt hier stehen, also diese Aussage und diese Aussage, die sind äquivalent, ne? Weil das hier ja letztlich die Definition hierfür ist. Zwei Mengen sind gleich, genau dann, wenn für alle x gilt. X ist eine Einmenge, genau dann, wenn x in einer anderen Menge ist. Eine All-Aussage über alle x zeigt man am besten, oder was heißt am besten? Eine Strategie ist, man wählt sich ein festes, aber beliebiges x und zeigt es für dieses eine. Und da es beliebig war, hat man letztlich gezeigt, dass es auch für alle gilt. Also. Man kann es aber auch mal explizit sagen, sei x fest, aber beliebig. Ja, und jetzt müssen wir die Äquivalenz zweier Aussagen zeigen. Ich schreibe die eine mal hierhin, x Element A vereinigt B ohne C. Die gilt genau dann, wenn was anderes gilt, genau dann, wenn was anderes gilt und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und schreibe jetzt hier mal hier unten hin, genau dann, wenn, und das ist unser Ziel, na dann wollen wir hin, x-Element a ohne c vereinigt b ohne c. Das ist jetzt so ein ganz typischer Problemlöseprozess. Wir haben einen Startzustand, einen Zielzustand und wir müssen vom Startzustand zum Zielzustand kommen. Mit Äquivalenzumformung. So, und da fangen wir einfach mal an. Hier steht x-Element a vereinigt b ohne c. Also zuerst wird a und b vereinigt, anschließend wird c rausgenommen. Sowas löst man immer sozusagen von hinten nach vorne auf, ne? Also von hinten nach vorne in dem Sinne, zuerst wird A vereinigt B gebildet, anschließend wird diese Menge ohne C gebildet und mit diesem letzten Schritt fangen wir an und formen den um in eine aussagenlogische, ja, Aussage und zwar gerade in die Definition von ohne. So. Also x ist Element A vereinigt B ohne C, genau dann, wenn was gilt. Ja, x ist in A vereinigt B und nicht x Element C. Hierfür kann man auch schreiben x nicht Element C, ne? Also das Zeichen, man kann auch sowas hier schreiben. Ich mag es eigentlich, das nicht hier stehen zu lassen, weil man dann wie soll ich sagen, die aussagenlogische Situation besser sehen kann später. Wenn man sowas zum Beispiel wie dem Morgen oder sowas anwenden will, dann sieht man das besser, wenn man die Nichts auch tatsächlich explizit hingeschrieben hat. Okay, jetzt habe ich also hier dieses Mengensymbol hier, diese Mengenoperation losgeworden. Jetzt gibt es noch eine weitere Mengenoperation, die ich gerne loswerden würde. Das ist diese hier, das vereinigt. Kann man sich überlegen, wie ist Vereinigung definiert? Ja, x-Element a vereinigt b, genau dann, wenn x-Element a oder x-Element b. Ne?
Jetzt müssen wir schön die Klammer setzen. Dies war ja eine Aussage, die überführt wird in diese Aussage. Die ist ja, die müssen wir uns zunächst mal zumindest geklammert denken. Und dann kann man es aber auch hinschreiben. Und nicht x Element c. Okay. So. Jetzt könnten wir einiges machen, ne? Wir könnten hier zum Beispiel Distributivgesetz anwenden und was weiß ich, was man noch anwenden könnte. Ja, können wir eigentlich machen, oder Distributivgesetz. Wir müssen ja hier unten sehen wir ja, haben wir zwei Cs und das würde ja, wenn ich das Distributivgesetz hier anwende, würde ich sozusagen das hier einmal zum A holen und das hier einmal zu dieser Aussage hier holen. Und damit hätte man ja letztlich auch zwei Cs. Man sieht sozusagen mit ein bisschen Erfahrung schon, dass man auf die Struktur kommt, die unten gefordert ist. Ne? Das können wir jetzt also probieren. Wenden wir mal das Distributivgesetz an. Das ist dann x-Element a und nicht x-Element c oder, das ein bisschen enger schreiben hier, x-Element b und nicht x-Element c. So. Das ist nicht hier. So, okay. Jetzt haben wir eine komplizierte Aussage da stehen, die wir letztlich natürlich wieder zusammenfassen können in Richtung da, wo wir hinwollen. Wir können aber auch von hinten vorgehen und uns zur Mitte arbeiten. Das empfehle ich eigentlich ganz oft, weil man dann sieht, wo man hin muss. Das hätten wir auch schon einen Schritt vorher machen können, wenn wir nicht gewusst hätten, dass wir das Distributivgesetz anwenden müssen. Okay, hier haben wir eine Vereinigung zweier Mengen. Da haben wir vorhin schon gesehen, was bedeutet das? X ist Element in der einen Menge oder X Element der anderen Menge. So, und jetzt sieht man eigentlich auch schon, da muss man gar nicht mehr viel machen, weil das hier x-Element a und nicht x-Element c ist dasselbe wie x-Element a ohne c. Das ist die Definition. Das hier ist die Definition hier für x-Element a ohne c, genau dann wenn x-Element a und nicht x-Element c. So, und genau das gleiche haben wir hier rechts. x-Element b und nicht x-Element c ist dasselbe wie x-Element B ohne C. Ja, und zwischendrin haben wir jeweils ein Oder. Also die beiden Aussagen, die hier stehen, sind äquivalent. Dementsprechend ist auch die erste Aussage über die Äquivalenzumformungen, haben wir es gezeigt, äquivalent zur letzten Aussage. Damit haben wir die Äquivalenz beider Aussagen gezeigt für unser festes, aber beliebiges x. Damit haben wir es für alle x gezeigt. Also gilt diese Aussage hier. Diese Aussage ist aber äquivalent zu dieser hier. Also gilt unsere Mengengleichheit.